Klasse. Und wie soll ich jetzt reinkommen? Stimmmuster analysiert. Identifizierung bestätigt. Willkommen, Commissioner Gordon. Unglaublich. Was zum Teufel ist das hier? Was willst du, Hund? Kommst her und schnüffelst rum. Glaubst du, du bist die Polizei? Niemand belästigt den Goliath. Oh-oh, sagen Sie nichts. Sagen Sie nichts. Sie sind der Police Commissioner! Ihr Gesicht war auf dem Plakat, das mit meinem überklebt wurde. Worauf warten Sie, alter Mann? Johnny C. spielt keine Wunschsongs. Vermisst du mich schon, Bats? Oh, du bist es. Commissioner Langweilig. Was hast du meinem Seelenbruder angetan? Stell dich zwischen uns. Und ich verpasse dir ein Grinsen so breit, dass dir der Kopf abfällt. Commissioner, Gott sei Dank. Sie müssen mich hier rausholen. Die haben mich eingesperrt und Tests durchgeführt, wie an einem Kaninchen. Ha! Mit mir ist alles in Ordnung. Batman. Gut, dass du gekommen bist, Jim. Das musst du sehen. Was ist das für ein Ort? Wer sind diese Leute? Bevor es ihn erledigt hat, hat der Joker sein infiziertes Blut an alle Krankenhäuser im Staat verschickt. Ich weiß, wir haben es gefunden. Wir haben was übersehen. Wie? Ärztliche Fehler. Transfusionen, die nicht verzeichnet wurden. 5 Personen waren betroffen. Sie waren dem Blut zu lange ausgesetzt. Es verändert sie. Sie werden zu Jokern. Mein Gott. Es ist eine Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die aber weiter mutiert ist als alles, was es bisher gab. Was ist mit ihm? Er sieht nicht aus wie die anderen. Henry Adams. Er ist am längsten infiziert, aber ohne Symptome. Immun gegen Jokers Blut. Robin versucht festzustellen, warum. Eins ist aber klar. Henry ist der Schlüssel zu allem. Ich habe kooperiert. Ich habe alles gemacht, was Sie wollten. Sie haben gesagt, es dauert nur ein paar Tage. Du kannst ihn nicht gegen seinen Willen festhalten. Wir sind nah dran, Jim. Wir können ihn nicht gehen lassen, bevor die anderen nicht geheilt sind. Halt. Du hast gesagt 5, ich zähle nur 4. Einer fehlt noch. Er wird bald hier sein. Du mich, Bruce? Oh, tu nicht so überrascht, Bats. Du wusstest, es würde früher oder später so kommen. Ich tief in dir drinnen. Zusammen werden wir dieser Stadt geben, was sie verdient. Einen neuen Batman. Einen besseren Batman. Einen dunkleren.
Naja, dazu kommen wir später. Zuerst müssen wir ein paar Prioritäten setzen. Sicher, du hast die Explosion eingedämmt und die Stadt gerettet, aber Ace Chemicals wird dennoch explodieren. Du musst auch mal auf dich selbst achten. Immerhin grübelst du jetzt für zwei nach. Alfred. Gott sei Dank. Als die Explosion... Ich dachte schon, sie wären... Schon gut, Alfred. Ich konnte den Explosionsradius verringern und verhindern, dass das Toxin die Stadt erreicht. Aber was ist mit Scarecrow? Oder diesem Arkham Knight-Burschen? Sie haben Panzer, Raketen, ihre Truppen sind in ganz Gotham. Crane ist entwischt. Ich war dem Toxin ausgesetzt. Meine Güte, geht es Ihnen gut? Wissen Sie noch, was in der Anstalt geschehen ist? Schon gut. Ich hatte schlimme Symptome. Aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Klar, was gibt's? Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. Alfred, analysiere die Milizen, Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich werde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann melden. Es ist zu gefährlich. Ich muss die gegnerischen Fahrzeuge ausschalten, bevor ich den Zellenblock betrete. Aber etwas nah an mir in den Abgrund seines Verstandes nicht wahr. Etwas, das nicht einmal du kontrollieren kannst. Da entstehen Risse, während es an die Oberfläche drängt. Ich kann gar nicht seinen Gesichts
Gesichtsausdruck abwarten, wenn du ihm sagst, dass seine Tochter entführt wurde. Und dass es deine Schuld ist. Das wird echt herrlich werden. Die geretteten Arbeiter sind hier. Sie werden versorgt. Erinnert mich an damals, als ich dem alten... Ich muss los. Batman ist hier. Was ist los, Jim? Komm schon, du machst mir Angst. Es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen. Bleib ruhig. Wir befreien sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Uhrenturm entführt. Wir müssen los. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Bats. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du es tust. Jim, du musst konzentriert bleiben. Es ist gefährlich da draußen. Fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum habe ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Jim. Dinge vorhersehen ist mein Job. Als Polizist und als Vater. Das Ganze ist meine Schuld. Da oben, wir haben Gesellschaft. Wer ist das? Miliz, ich mach das. An alle Kräfte, hier spricht der Arkham Knight. Eure Priorität ist die Ergreifung von Commissioner Gordon. Ich wiederhole, die Ergreifung von Commissioner Gordon hat Priorität. Ich will ihn lebend. Lasst euch von nichts aufhalten. Serendisiert. Diese Autos sind dafür nicht gemacht. Zu gefährlich, Jim. Steig ins Batmobil. Ich bringe uns zum Uhrenturm. Bring uns einfach in einem Stück dahin. Uns läuft die Zeit davon. Wollen Sie vielleicht die Analyse der Truppen des Arkham Knight hören, die Sie anforderten? Was hast du für mich, Alfred? Ich habe den Weltcomputer programmiert, die Präsenz der Miliz auf den drei Inseln zu analysieren und Daten über ihre aktuelle Stärke in jeder Zone bereitzustellen. Wie Sie sehen, unterliegt Mirgani Island starker Besatzung. Eine beachtliche Drohnenstreitkraft kontrolliert die Straßen. Founders Island ist der Stützpunkt der Miliz und wird durch Langstreckenradar und einen Raketenwerfer geschützt. Ich rate dazu, das Batmobil vorerst von dort fernzuhalten. Die verbliebenen Drohnen auf Bleak Island wurden zum Schutz des Uhrenturms ausgesandt. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Danke, Alfred. Ich bin auf dem Weg. Sergeant! Ja, Sir? Der Evakuierungstrupp ist ausgeschaltet. Übernehmt die Drohnen am Uhrenturm. Er kommt. Manuelle Steuerung aktiviert. Ich halte ihn auf, Sir. Jim, der Uhrenturm ist umstellt. Ich sichere den Bereich und lasse ihn wissen, wenn es sicher ist, reinzugehen. Mehrere Drohnen auf!
zum Teufel war das? Der Feind hat jetzt die Möglichkeit zum Parallelangriff. Denk schneller. Der hat eine Drohne erwischt. Nein! Es sind nur 5 Drohnen online. Er setzt großkalibrige Munition ein. Mit Titankern? Vielleicht Wolframkarbid? Was auch immer, es reißt uns in Stücke. Stoppen Sie ihn! Rattler zerstört! Sind Milizkräfte überall um den Uhrenturm, Jim. Im Batmobil bist du geschützt. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet sicher ist. Ich sitze doch hier nicht rum, während du die Bastarde erledigst. Doch, tust du, Jim. Barbara würde nicht wollen, dass du dich umbringen lässt. Ich melde mich, sobald ich fertig bin. Aber sofort. Erst die Miliztruppen auf dem Dach des Uhrenturms ausschalten, bevor ich hineingehe. Ich sagte, er wird nicht auftauchen. 50 Mäuse, dass er da oben ist und uns beobachtet. Unmöglich, wir hätten ihn gesehen. Spaziert. Sie dachte wohl, sie wäre sicher. Eine Spur von Batman? Nein, vielleicht haben die Panzer ihn erwischt. Na, hoffentlich. Zeitverschwendung, die Fledermaus kommt nicht. Der Boss sagt, dass er das Gorbenmädchen suchen wird. Wir haben die Panzerpatrouille, aber kommt auf keinen Fall vorbei. Der Bereich ist sicher. Triff mich im Uhrenturm. Ich bin beeindruckt. Du und deine Tricks werden sehr schnell alt werden. Colleen? Bist du's wieder? Colleen für dich! Noch nicht ohnmächtig werden. Komm schon, zeig etwas Rückgrat. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Dieses Chaos wird ihn rasend machen. Thank you.
Ach, es gibt doch nichts Besseres, als in Erinnerungen zu schwelgen. Was, Bats? Und jetzt ein Logenplatz für die Hauptattraktion. Man sollte meinen, der alte Jim Gordon hätte langsam genug durchgemacht. Zuerst verkrüppelt ein gut aussehender junger Irrer seine Tochter. Jetzt macht er sich für ihre Entführung verantwortlich. Du solltest ihm wirklich sagen, dass es deine Schuld ist, Bats. Er wird das verstehen. Ist ja nicht so, als hättest du seine Tochter sterben lassen. Zumindest noch nicht. Die Nacht ist noch jung. Oh Gott, nein. Es ist nicht deine Schuld, Jim. Natürlich ist es das. Crane wollte so an mich rankommen. Ich hätte hier sein sollen. Ich muss dir etwas zeigen. Wir haben keine Zeit. Sie ist nicht wie wir. Identität bestätigt. Sie ist stark, Jim. Stärker, als du glaubst. Sie arbeitet für dich. Das ist alles deine Schuld. Ich werde sie finden. Sie ist meine Familie! Meine Tochter! Alles, was ich habe! Ich hätte dir nicht trauen dürfen. Niemals! Ich zieh das allein durch. Bleib weg von meiner Familie.